Aktuelle Let's Dance News im Gala-Ticker. Cheyenne Ochsenknecht steht auf Abruf bereit. Massimo Sinato telefonierte nach Slow Fox direkt mit seiner Frau. Die beliebte Tanzshow Let's Dance findet trotz anhaltender Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder statt. Die 15. Staffel startete am Freitag, 18. Februar 2022 um 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow, bei der die 14 prominenten TeilnehmerInnen, die ProfitänzerInnen und die ZuschauerInnen die Paarungen erfahren haben. Am 25. Februar fand die erste offizielle Wettbewerbsshow statt, Let's Dance 2022, alle News zur 15. Staffel. 9. März 2022. Let's Dance Comeback von Cheyenne Ochsenknecht möglich. Cheyenne Ochsenknecht, 21, war über ihr Let's Dance aus in Folge 2 nicht nur extrem überrascht, wie sie im Anschluss gegenüber RTL verriet. Ihr kamen währenddessen auch die Tränen. Die anderen Profis und Promis waren ebenfalls geschockt. Tanzpartner Evgeny Vinokurov, 31, wurde expliziter, bezeichnete die Kritik der Jury laut RTL als Schwachsinn. Nun könnte das Tanzpaar Glück im Unglück haben. Denn aufgrund des Corona-Chaos, immer mehr Profis und KandidatInnen fallen für die dritte Show aus, wird es immer wahrscheinlicher, dass Cheyenne ein Comeback auf dem Tanzparkett feiern darf. In ihrer Instagram-Story hat die Mutter der kleinen Maybe nun verraten, dass sie immer noch bereit stehe. Ich fahre jetzt zum Testen. Ich bin wegen Let's Dance immer noch auf Abruf. Also es kann sein, dass ich reinkomme, erklärt die Influencerin, während sie sich auf dem Weg zum Testzentrum befindet. Wer weiß, vielleicht bekommt Cheyenne Ochsenknecht ja doch noch eine zweite Chance. 7. März 2022. Let's Dance. Nach diesem Tanz kam ein überraschender Anruf. Massimo Sinato, 41, und Amira Pocher, 29, tanzten in der zweiten Wettbewerbsshow von Let's Dance am vergangenen Freitag, 4. März 2022, einen innigen Slow Fox. Die Jury war zufrieden, sah aber noch Luft nach oben und gab Amira insgesamt 17 Punkte für ihre Leistung. Nach dem Tanz ging es für das Paar zurück zu den anderen Promis und Profis, als plötzlich Massimos Telefon klingelte. Meine Frau hat angerufen nach dem Tanzen, die Rebecca, und hat gesagt, Amira muss einfach nur dastehen und sieht gut aus, verrät Sinato jetzt gegenüber RTL. Mit Eifersucht scheint das Model demnach absolut kein Problem zu haben. Rebecca nahm selbst 2012 an der beliebten Tanzshow teil und weiß, dass man sich bei vielen der Tänze eben ganz schön nahe kommt.